spannendes Abenteuer erwartet uns vermutlich. Ich will zu den Höhlen. Ich brauche Erz. Und ich habe mich dazu entschieden, das Risiko einzugehen mit den Kötern. Ich hoffe, ich bemerke sie rechtzeitig. Bin in der Hinsicht nicht der Beste, das kann man nicht anders sagen. Wären wir im Grunde genommen schon angekommen. Vielleicht sollte ich mir erstmal einen kleinen Überblick schaffen, aber ich habe nicht die Zeit. Ich habe auch nicht die Lust. Also werde ich sofort einsammeln, was hier gut und günstig ist. Hey, komm her, die Pilzchen würde ich schon gerne mitnehmen. Hier käme ich auf jeden Fall wieder raus. Bis jetzt sehe ich hier nur Potassium, Kaliumnitrat. Das allerdings in Massen. Hier müsste es eigentlich auch irre Menge an Fledermäusen geben, aber gut, die spielen hier eine Rolle. Die Pilze nehme ich mit, wenn es irgend geht. Ja, klar geht es. Aber nicht als Wegzehrung. Oh, ich muss mal meine Klamotten, glaube ich, checken. Denn ich habe doch einen Helm auf. Komm her, mach mal an. Zack. Die Pilze nehme ich mit einerseits, um eventuell Medikamente herzustellen. Die indianische Variante vom Antibiotikum. Zum anderen zur Not, um einen vegetarischen Stew, einen vegetarischen Eintopf zu kochen. Der ist allerdings, muss ich leider sagen, vor allem für all die Leute, die inzwischen Vegetarier sind, so dermaßen schlecht bewertet hier im Spiel, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Gut, aber da kann man natürlich sagen, ich bleibe bei meinem Charakter. Wenn ich auch sonst kein Fleisch esse, dann tue ich das auch nicht hier im Spiel. So, hier ist es ein bisschen schwieriger, aber da müsste ich runter. Ich habe ja noch ein paar Frames dabei. Die allerdings anzusetzen hier an der Wand ist nicht so immer das Einfachste. Gucken wir mal, wie das geht. Nee. Da unten will er nicht ran. Das ist echt zu hoch. Ist das wahr? Das ist doof. Dann bin ich hier an der falschen Stelle. Dann komme ich hier nicht runter. Da hinten ist irgendwie Kohle oder sowas. Versuchen wir es mal hier runter zu kommen. Ich höre Schritte. Weiß aber nicht, was das ist. Zack. Doch, jetzt weiß ich, was es ist. Ein Beißer hier unten in der Höhle.
oder ist er oben? Na, mal gucken, ob er plötzlich runtergefallen kommt, weiß ich Bescheid. Sehen kann ich ihn hier nicht. Vermutlich ist er oben. Kein Fehler, Kerl. Ich habe eine Pistole, du nicht. Oh, das ist ja ein mordsmäßiges Gebiet hier. Also Kaliumnitrat, vielmehr Salpeter, gibt es hier in Massen. Ich will dann doch lieber dahin, wo ich auch Erze schürfen kann. Gut, wenn ich mich später ärgere. Also ein Stack mit dem Zeugs hätte ich schon gerne voll. Mindestens. Bisschen Reparatur, einen habe ich dabei. Leider nicht allzu viel. Deswegen muss ich versuchen, so viel wie möglich aus diesem ganzen Abenteuer hier rauszuholen. Schlimmer ist, dass ich auch wieder rausfinden muss. Man sich auch nicht unbedingt, aber solange ich in Hunde geklettert habe, bin ich zumindest zur Hälfte entspannt. Vielleicht ist entspannt der falsche Ausdruck. Sagen wir eher so, ich bin nicht so ganz panisch drauf. So, jetzt will er rein. Irgendwo will er rein. Da ist er. Vielmehr sie. Hab ich das so? Was hier? Shit, jetzt ist sie mehr. Nee, da ist sie noch. Oh, das ist nett. Aber da ist noch einer unterwegs. So, jetzt bin ich. Ich weiß es nicht, bin ich schon wieder in einem neuen Gebiet? Dass ich den Helm habe, ganz klar. Aber viel bringt er auch nicht zur Auffüllung des Ganzen. Aber ich habe immer noch kein Erz mitgenommen. Das ist doch mein Hauptthema. Komme ich da an? Das wird spannend. Kohle. Gut, Kohle nehme ich natürlich auch gerne, aber deswegen bin ich nicht hier. Ganz kurzer Blick auf die Karte. Gut, das nützt mir jetzt hier für die Orientierung relativ wenig. Aber ich sehe immerhin, dass es hier eins von diesen unschönen Gebieten ist. Die Höhlen sind verzweigt. Ach, guck mal, jetzt wird schon eng. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ich habe natürlich extra auch ein bisschen Zeug mitgenommen, dass ich, oh, das ist schon so viel. Dass ich anziehen kann, wenn ich in die Kälte will. Diese Pickaxe. Scrap ich mal, und da vorne habe ich doch eine Bewegung gesehen.
ein krass pures Abenteuer mit Potassium. Okay, da könnte ich mich durchkämpfen. Durcharbeiten. Na schön. Naja. So, komm her. Wenn ich kann, dann hau ich wenigstens die Kohle erstmal ab. Damit ich aus dem Kaliumnitrat Schwarzpulver, Schießpulver herstellen kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Müsste ich allerdings dafür da rankommen. Da ist doch mehr, das ist Blei, ne? Das sieht aus wie Blei. Mal gucken, ob ich mir hier irgendwie ein geschicktes Ding hier hinbauen kann. Eigentlich genügt das schon fast, oder? Ich will mal ein bisschen experimentieren. So, das ist mehr, ich sehe gerade. Okay, das ist Kohle. Eindeutig. Was ist das? Das ist Eisen. Wo kommt der blöde Beißer her? Ich muss damit rechnen, dass er mir plötzlich... Davon habe ich eigentlich mehr als genug. Plötzlich begegnet. Die Schritte höre ich. Aber noch sehe ich ihn nicht. Oh, 16 Schuss habe ich noch. Gut. Oh. Die Gegend hier klären sollen. Ärgerlich. Was ist das? Das ist ein gewinnender Stein. Sehr schön, ich werde gleich ein bisschen. Da ist er. Schuss zu viel. Nee, brauche ich nicht. So, dann kann ich aber auch die letzte Kugel reinnehmen. 12 Kugeln bleiben übrig. Verflucht, da oben ist mir einfach zu viel los. Und andersrum, hier ist leider nicht viel los. Also an Ärzten und so weiter. Ich glaube, hier habe ich eine Fahrkarte. Gut, ein bisschen was kann ich da oben bestimmt noch abhauen. Aber ansonsten passt mir das hier gerade gar nicht gut. Zumal das auch noch in der Decke ist und nicht im Boden. Schlecht. Ja, gut, wir nehmen mit, was wir können. Ich hoffe, ihr seid da ganz auf meiner Seite. So, und jetzt habe ich einfach mal hier ein bisschen Gestein raus. Da schließe ich auch Erz mit dabei. Ich frage mich gerade, wie ich meinen restlichen Plenum umsetzen will. Ich wollte so viel holen. Ich habe extra möglichst wenig eingepackt. Auf jeden Fall werde ich jetzt diese Pickaxe hier zugrunde richten. Ist ja auch noch ein schlappes Stück. Um ein bisschen Platz zu kriegen. Ja, und Stein braucht man ja auch ständig. Das ist ja nichts Neues.
12. Ich habe beinahe gesagt, Frühstück in, na, ihr wisst schon. So, das Ding werde ich scrappen. Dann habe ich hier noch die 36er. Und ich habe viel zu viel von dem. Wieder ein Feld frei von dem Zeus. Das eine Glas könnte ich wegwerfen, aber noch behalte ich es dabei. An sich hatte ich genug gegessen und getrunken, bevor ich abgehauen bin. Bisschen Honig habe ich dabei, etwaige Pannen. Okay, aber das ist doch ein Witz. So ein bisschen Erz ziehen wir noch nicht los. Nein. Alte böse Zeiten hier. Aber vielleicht ist das ein Hinweis, dass ich mal gucken sollte. Nee, das war Gravel. Gravel werde ich jetzt auf gar keinen Fall mitnehmen. Vielleicht war das der Hinweis, dass ich doch mal hier unten ein bisschen noch schauen sollte. Schau, das sieht fast aus wie Metall. Schwierig. Schwierig, schwierig. Und ob diese drei kleinen Höhlen zusammenhängen, kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich werde mal wieder aufsteigen und versuchen, an einer anderen Stelle reinzukommen. Es sei denn, ich entdecke hier noch. Ja, da zum Beispiel. Aha. Interessant. Hui, ja, war das nur Gravel? Ich glaube schon. Oh, jetzt wird es aber hier langsam knapp mit Frames. Dass ich so knapp in Frames fand, habe ich gar nicht geahnt. Nein, ich will das nicht hören. Geh mal mit dem Stein weg. Ist ja immerhin eine Menge Erz dazwischen. Da schon wieder irgendjemand am Randalieren. Wieso komme ich an das Metall gar nicht ran? Das ist doch Metall. Würde ich ja wenigstens furchtbar gerne draußen irgendwo markieren. Kohle, sagte ich. Ah, noch besser. Sehr schön. Ja, das ist schon mal gut. Auch noch mal mit. Ey, Schweinchen, was bist du denn hier? Bist du verrückt geworden? Sag mal, du hast ja doch nicht alle. Tschüss. Lauf raus, renn zu meinem Haus, stell dich da in den Garten. Ich warte auf dich. Jetzt ein bisschen am Mais knabbern, wenn du willst. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Ne, das reicht nicht ganz. Aber das kriege ich hin. Denke ich. Jo. So, und dann nehme ich die Frames, wenn ich kann.
ich nicht mitgenommen habe, ist ein Splint. Wenn mir jetzt was passiert, gut, ich bin sowieso selbst schuld, wenn mir was passiert, aber dann ärgere ich mich doppelt. Was ist los? Hocke ich hier noch ab? Ach, das ist hier der blöde Hang. Hier werde ich gleich mal ein bisschen stutzen. Ich mache das mal vorübergehend hier mit der Steinpickel. Steinaxt. Ist ein bisschen zu unsicher. Ich möchte nicht in diese Situation fallen. Draußen scheint ein Hirschklipp hier zu sein. Habt ihr das gehört eben? Ansonsten, wir haben hier 30 Grad in der Höhle. Wer möchte bei dem Wetter arbeiten? Boah. Das ist ja toll. Shit. Das habe ich nicht erwartet. Ja, wird euch nicht wundern, dass ich das nicht erwartet habe. Das Schweinchen wird da unten ganz verrückt, ne? Ja, du kannst mit. Vielleicht bist du ja beim nächsten Mal da. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich hier wieder rauskomme. Und mir kommt der Besuch gleich entgegen. Das ist aber unangenehm. Mal gucken, ob ich hier rauskomme. Aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwo durchstürze. Wo war der verfluchte Ausgang? Man sollte doch mehr Fackeln mitnehmen. Ganz klar. Hep. Das sieht aus wie Sonnenlicht. Ja, richtig. So, und wie bin ich hier runtergekommen? Aha. Ja, genau. So war's. Also hier nochmal hin zurück ist keine schlechte Idee. Hier kann man eine Menge machen. Aber jetzt werde ich erstmal das Holzproblem klären. Hier. Muss das Tier doch hier befreien. Führt doch überhaupt keinen Weg drum rum. Ein gezielter Stich und das Tier müsste tot sein. Ja, meine Arme. Dich kann ich hier so nicht zurücklassen. Das ist furchtbar. So. Jetzt muss ich dich natürlich mitnehmen.
Das wäre nun wirklich unweitmännisch. Tja, aber was nützt mir das alles gar nicht? Alles sowieso. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir mal die Handschuhe an, auch wenn mir das jetzt gerade ein bisschen schwer fällt. Und ich gehe noch Schnee scheppen. Interessant. Die Kohle kann ich trotzdem noch mitnehmen. Und da mache ich noch ein bisschen Schwarzpulver draus. Schneerand. Also wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Schnee mitnehmen. Bisschen schnell. Ich meine, wenn ich schon hier bin, dann muss ich das jetzt auch ausnutzen. Es scheint sowieso eine ganz hübsche Gegend hier jetzt oben zu sein. Und hier könnte man sich überlegen, ob man irgendwo bauen will. Schon wegen des Gewässers da hinten. Früher oder später mache ich mir darüber auf jeden Fall Gedanken. Vielleicht übertreibe ich es jetzt ein bisschen, aber wenn ich schon die Chance habe, dann ja, will ich es auch machen. Ein bisschen Schnee kann ich noch mitnehmen. Ich vermute auch, das sind maximal 250 Stack. Aber so viel Schnee habe ich noch nie transportiert. Ich habe ja auch noch nie einen Schneemann gebaut. Ja, vielleicht eine Idee. Nach dem Motto, wenn man schon keinen Vogelscheiß brauchen kann.
Wobei, dann kann ich mich noch ein bisschen ausruhen. Dann hole ich anschließend Wasser. Und tja, dann ab nach Hause. Komm, Leben. Gibt's bei mir zu Hause auch. Aber wenn ich ohnehin schon gerade hier bin und die Tasche dann doch nicht so voll habe, wie ich erwartet habe. Ich hatte mir als Strategie gegen die Köter, wenn sie mich angreifen, gedacht, ich setze ihnen ein paar Spikes vor die Nase. Deswegen habe ich auch welche dabei. Für all die, die sich jetzt wundern. Aber hier in dieser Landschaft mit Spikes gegen Hunde anzutreten. Oh. Soeben bin ich hier unter 0 Grad Celsius gefallen. Ich schätze mal, das war es dann hier für mich. Dann nochmal eben einen Clay mitnehmen. Falls ich hier irgendwas angebuddelt habe, würde ich das auch noch mitnehmen. Ja, der hat auch oft nicht mehr an. Das ist komisch, wenn man anfängt Schnee zu sammeln, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zum Buddeln. So. Okay. Zum Gewässer habe ich einen Kurs gesetzt. Dann werde ich mal zusehen, dass ich da hinkomme. Dafür muss ich ein Stück durchs Schneegebiet, wenn ich geradewegs gehe. Worauf ich auf jeden Fall schauen möchte, sind hohle Bäume. Da kommt ja schon einer, bei dem man sich fast denkt, hoffentlich findet man nicht zu viel Gutes, weil man sie mitnehmen kann. Die Mütze ist gut. Erstmal mitnehmen. Die Taschenlampe, meine erste Taschenlampe, ist ja ein Ding. Sorry, Mütze, dann gehst du gleich wieder weg. Das ist tatsächlich die allererste Taschenlampe, die ich hier finde. Das war jetzt nicht klug. Das heißt, klug ist gut. Das ist immer gut. Nein, ich muss mich mit denen jetzt auch nicht anlegen. Ich muss ja um nichts kämpfen. Wenn man mal vom Wasser absieht. Ich hänge fest. Komisch. Jetzt kommen wir hier. Irgendwo ist es gleich. Dieses unscheinbare Loch hier, mitten im Wald, im Hochwald, Hochgebirge, ohne Hochhäuser, wenn ich das so nebenbei mal erwähnen darf. Hallo Hirschi, da ist es doch. Dann wollen wir das mal eben fix machen. Auf Risiko. Na, komm her. Platz für irgendeinen Gegenstand hätte ich noch. Aber ich glaube, ich mache mich hier von hier aus direkt amont nach Hause unterwegs. Das ist eh ein Weg, ewig weiter Weg. Aber ich könnte einen kleinen Umweg machen und renne mal hier so in das Gebiet, das ich noch nicht so ganz kenne. Aua, das gibt's doch gar nicht. So ein Ärger. Was angebrochen hier. Da brauche ich erstmal. Oh, das ist ja super hier. Das passt mir jetzt ja gerade. Hier war noch diese schöne Geschichte mit, wenn es der Kuh so gut ist, dann geht sie aufs Eis oder so ähnlich.
Aber mal gucken. Komisch, und ich dachte, solche Zeiten wären vorbei. Dass man das so einfach noch passieren kann. Ja, dich sehe ich. Ich sehe aber deinen Kumpel nicht. Schätzchen. Ah. Eisenfedern verarbeiten. Die Eisenfedern. Die Federn zu Eisen fallen. Und ich habe die irgendwie auch von da lang. Also gut. Federn brauche ich ohnehin eine Menge. Noch. Und es wäre schön, wenn ich was fände. Ich denke aber, wie dieser Weg jetzt zu Ende geht, beziehungsweise ob ich auf dem. Ja. Art und Weise nach Hause komme oder ob mir dieser Lindemann hier voll auf die Glocke haut. Ne? Ja, auf jeden Fall nicht. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Also, macht's gut, bis dahin.